einen wunderschönen Sonntag und vierten Advent an euch alle da draußen. Willkommen zurück zu NBA 2K19 und MyGM mit den Bulls. Wir befinden uns im Februar, es ist nicht mehr lange, dann heißt es entweder rein in die Playoffs oder halt eben nicht. Es läuft nach wie vor nicht, wir stehen bei 28-33. Ich habe in der letzten Folge unten in den Kommentaren ein klein wenig kundgetan, dass ich verzweifelt bin und ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Das soll mir allerdings nicht die gute Laune nehmen, denn ich habe nochmal einen richtig tollen Kommentar bekommen vom, sag ich nicht. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe machst, so einen fetten Kommentar zu schreiben. Das weiß ich immer echt extrem zu schätzen. Aber auch an alle anderen vielen Dank, dass ihr einfach schreibt, ich kann zwar mit MyGM selber nichts anfangen, also so von der Thematik her, und es ist auch ein bisschen zu kompliziert. Ihr könnt mir nicht helfen, aber ihr genießt die ganze Folge. Das war wirklich schön, wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Und das freut mich auch und ich freue mich auch wirklich auf das neue Projekt. Würde allerdings natürlich das Projekt mit den Bulls ganz gerne noch irgendwie erfolgreich abschließen. So, der User, sage ich nicht, ja, erstmal sehr witziger Name, hat nochmal ein paar Vorschläge reingedroppt, die ich jetzt versuchen werde umzusetzen. Gut. Als erstes, wir schauen mal rein, was die Statistik angeht. Wer ist denn überhaupt, wer macht am meisten Punkte bei uns? Ah ne, da muss ich glaube ich auf Spielerstatistik, dass ich bloß meine Jungs sehe. Ja. Gut. Wir sehen, dass ja natürlich zum Beispiel unser Point Guard DeJounte Murray zu wenig Punkte macht. Wir sehen, dass Wendell unser Topscorer ist. Dahinter Brandon Ingram. Und dann CJ McCollum. Okay. Der Tipp war, dass wir jetzt nochmal unser System umstellen. Das bedeutet, also erstmal das hier, das habe ich von einem anderen User gelesen. Und zwar machen wir heim sehr hoch und auswärts machen wir niedrig. Pause vor zwei Spielen in Folge. Pause nach zwei Spielen vor und nach. Das können wir auf jeden Fall drinnen lassen. Coaching, Systembeherrschung. Tempo und Spacing. Ist mir natürlich nicht entgangen, dass hier DeJounte Murray unser bester Spieler wäre mit diesem System. Ich setze es mal aktiv. Ach ja, wir wollten noch reingucken, was mit der Bank ist. Kader ansehen. Top, 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 top. Also tatsächlich unsere Starting 5 wäre hier ziemlich gut unterwegs. Adebayo, das wird noch dauern, der ist noch verletzt. Jackson Jr. Okay. Dann, ach so, die Bank. Die Bank wollten wir uns auch mal angucken. Das ist ja sowieso meine Starting 5. Adebayo weg, Jackson Jr. ist auch Starter. Dann ist Derrick Rose, Trey Burke und Zaire Smith sind die, die am ehesten damit klarkommen. Da müsste ich Rose am meisten Minuten geben. Also von denen, die draußen kommen. Okay, gehen wir mal rein. Und passen das hier mal alles an. Wir schauen einfach mal, ob es funktioniert. 38. Siege. Achso. Moment. Erst, ja, Manuel, pass es halt einfach an. Zifix. Kann ich das irgendwie wieder zurücksetzen, dass das normal... Kann ich nicht. Jung, alt. Systembeherrschungsvorliebe. Das lasse ich noch auf 0. Mache ich nochmal ganz kurz anpassen. Okay. Deswegen ist auch CJ McCollum draußen gewesen die ganze Zeit. Das hat mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Bezüglich des Alters. Wir machen hier mal tatsächlich jetzt 40 Minuten. Was extrem viel ist. Ich probiere es allerdings mal. Dann haben wir gesagt, das funktioniert am besten. Aber auch Zaire Smith kommt mit dem System auch relativ gut klar. Maxi Kleber mal gar keine Minuten. Ja, wobei, ich kann natürlich auch nicht zu klein spielen. Jetzt nehme ich erstmal da unten die Minuten weg, dass ich die oben verteilen kann. CJ... Nee, warte, wir haben dann gesagt, Wendell scored am zweitmeisten
und Ingram. Dann hier 36, 36. Aber vielleicht machen wir auch hier 40, 40. Das ist natürlich extrem viel. Ich probiere es allerdings mal. Derrick Rose 22, Zaire Smith 18. Und dann habe ich jetzt leider vergessen, wer im System als nächstes am besten funktioniert. Ich hau jetzt mal kurz Bullock hier die Minuten rein. Geh nochmal rüber und schau nochmal nach. Kader ansehen, sortieren. Von den etwas größeren. Na gut, die sind alle gleich. Die sind alle relativ gleich und Maxi Kleber kommt sogar am schlechtesten damit klar. Dann können wir das, glaube ich, eigentlich so lassen. Jo. Lassen wir so. Also eine relativ krasse Minutenverteilung, was die Starting Five angeht. Dann natürlich jetzt die Optionen. DeJounte Murray wird jetzt mal meine erste Scoring Option. Dann Wendell. Und dann Brandon Ingram. Dann hast du mir geschrieben, wenn es hier wirklich um den Fokus geht, kann es nicht mehr ganz auswendig, Werfer freispielen, geduldig, so, mehr war es glaube ich nicht, oder? Genau, und dann einfach noch gucken, ob die Spieler, die von der Bank kommen, zum System passen. Offensiv, das lasse ich, Wirf von der Dreierlinie begrenzen. Mache ich mal neutral. Auch hier neutral. Und hier. So. Wenn wir Tempo und Spacing, dann denke ich, ist das eine Variante, die okay ist. Auch noch ein, zwei Wochen, dann kommt Adebayo auch wieder zurück. Und dann geht vielleicht da nochmal ein bisschen was. Ich habe jetzt in jede Variante ja mal irgendwie immer Hoffnungen gehabt. Ob es allerdings was bringt. Wir werden es jetzt sehen. Nein. Ich bin sehr gespannt, ob es was bringt. Also irgendwas muss ja... Oh. Verdammt! Und ich habe die Simulation nicht gestoppt. Jetzt ist das Ding durch. Jetzt ist das Ding durch. Ja, Vertragsverlängerung ist weg. Ist eh unsere letzte Saison, deswegen jetzt so gesehen kein Drama. 102 zu 113 verlieren wir, weil Thaddeus Young, Robinson, Alexandris, Leonard, Valanciunas, was, 7 von 20, okay. Wendell, McCollum, boah, Scoring ist top. Und Defense ist Flop. Höchstwahrscheinlich. Also von der Offense her ist das völlig okay. Aber wir sehen hier in der Defense die Rebounds 8 Stück weniger. Und hier offensiv 10. Das darf nicht sein. Das ist zu viel. Help Defense. Wie oft dein Team mit Zonenverteidigung spielt. Mache ich mal ein klein wenig höher. Und dann muss ich doch hier gucken. Zone sichern. Körperlich. Und am eigenen Korb Druck machen. Probieren wir es mal mit der Variante. Dann spielen wir natürlich nochmal langsamer, weil wir nicht in Transition laufen. Und wir verlieren auch gegen die Bucks. Das ist dieses Mal vom Scoring her nicht so überragend. Giannis Antetokounmpo 11 von 22. Einen sogar von draußen. Ne? Gilgeous Alexander, Brockton, Middleton, DiVincenzo. Ja, insgesamt 6 Leute, die über 10
reinballern. Wow, wir gewinnen mal gegen die Heat. Ein erstes Erfolgserlebnis. Wendell, Ingram, Murray. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Tabelle. Ich glaube, wir können es schon gar nicht mehr schaffen. 3, 6, 8. Aber wir können es schon noch schaffen. Ich will es halt eigentlich nicht einfach so herschenken. Jetzt gehe ich dann tatsächlich doch nochmal mit Simcast rein. Weil ich kann einfach das nicht akzeptieren, dass... Und er ist back! ADB, yo! Übrigens, ADB, yo. Stellt euch mal den Namen vor. Nice. Nein, er ist natürlich Adebayo. Und bringt uns in der Defense brutal viel. Brutal viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wieso? 10 Minuten? Ach so, muss ich ihm erstmal draufpacken. Einmal kurz wieder raus. Jetzt muss ich nochmal gucken, Adebayo, ob der überhaupt da reingepasst hat. Aber ich glaube schon, der war doch direkt unter den Top 5, wenn es um die Systembeherrschung geht. Ist er auch. Ist er auch. Dann. Boah, dann spielen wir halt schon verdammt groß. Aber was soll's, Adebayo ist ein Monster. Ich probier's. Rein mit 21 Minuten. Oder sogar mit 24 Minuten. Wir spielen verdammt groß, aber mit dem Fokus, den wir jetzt auch eingestellt haben, müsste es eigentlich passen. Mit Simcast. Back to the roots. Komm schon, Jungs, gönnt euch. Nice. Und da ist der Sieg gegen die Knicks. CJ McCollum 35, Brandon Ingram 22. Da sehen wir auch die Quoten 7 von 11. Alter, what? 7 von 11? Das ist natürlich krass. Ah, 7 von 14, 10 von 22, 5 von 10, 5 von 9, 3 von 7. Alter, was sind das für kranke Quoten, ne? Sehr nice. Gegen die Wizards. Komm schon, ich will das noch schaffen mit euch gemeinsam. Haut euch rein, Jungs. Haut euch rein. Haut. Ihr zieht durch. Oh Gott. Ich muss reingehen. Ich habe zwar gesagt, ich mache keinen Simcast in dieser letzten Saison. Mann, warum 2 Punkte? Bitte, lass uns bitte den Ball haben. Oh Gott, ich habe mit diesem Team ja noch nie richtig gezockt. So wie es jetzt aktuell ist. Wir haben den Ball. Das Ding ist, wem gebe ich jetzt am besten? So in Chicago now. They trail by one. Carter down low. Warum? Der Cup war doch schon durch. Fades and shoots. It's geht nicht. Das ist doch eine Hot Song von Wendell, oder? Ich habe ihn leider natürlich auch nicht perfekt getroffen. Das ist natürlich, du bist total kalt, kommst rein. Du kannst eigentlich nur CJ McCollum den Ball geben für den Dreier. Es wäre schon ein wichtiger Sieg. Ja! Rein damit! Let's go! Nice! Der war zwar überhaupt nicht gut getroffen, aber total egal, er geht rein.
Mann, jetzt müssen wir doch, wir müssen uns da jetzt reinhauen. Das gibt's ja. Ich kann ja hier die Serie nicht so enden lassen. Ne? Also Verlängerung gibt's jetzt. Mein Team auch mal wieder ein bisschen selber steuern. Feld. Also Jackson, 35 Punkten. Not bad, boy, not bad. DeJounte Murray, nahe dran am Triple-Double. Morris. Switch. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen vogelwild rumgesprungen. No way. Hab ich. Jackson. CJ, McCollum, deep. Boom! Limitless range. Catch and shoot. Alle wollen doppeln hier. Ich will nicht doppeln. Ich hab nicht doppeln gedrückt. Grind. Hab ich. Granton, Ingram. Kennst du den hier? Leider war ich da ein bisschen übermütig. Hab ich. Der fällt. And one. One and done. Jackson Jr. mit 38. Der Defense Stopper auch schon auf Hall of Fame. Ja, was hat denn der für krasse Handles am Start? Das war close. Das war close. John Wall. Besser, komm, den krieg ich. Hab ich. Game over. Game over. Einmal ausgenockt. Jo. Jackson, Alter. What? 38 und 30. Was ne Statline. Was ein Doppelkopfmonster. Nice. Okay. Den Sieg hat der Max mal schnell selber eingefahren. Vielleicht geht noch. Ey, war natürlich schon noch geil. Nochmal Playoffs. Gegen die Brooklyn Nets. Oh ja. Oh. Oh nein. Wir gewinnen. Triple-Double. Triple-Double. Nice. Wir gewinnen das nächste Spiel. Es läuft noch nicht so, dass wir jetzt hier jeden einen Blowout einschenken, aber wir gewinnen die Spiele gerade eben. Wo sind wir in der Tabelle? Wir sind wieder mit drin, oder? Wir sind wieder mit drinnen. Pistons und Magic spielen wir gegen die. Gegen, nee, es gibt kein direktes Duell mehr. Oh. Oh Gott. Was machen die mit uns? Ich will es nicht sehen. Kann ich rausgehen, bitte? Das ist eine Blamage. Das ist eine Blamage. Also... Sag mal, was habt ihr denn in der Offense gemacht?
Warum änderst du die Minuten? Ich versteh's nicht. Spielerminuten manuell. Warum ist hier Auto drinnen? Junge, Junge, Junge. Was ist denn da los, ey? Nee. Ey, Gott. Wenn das die ganze Zeit so war, dann glaube ich, habe ich langsam mal den Grund gefunden, warum wir nichts gewinnen. Warum ist Adebayor auf... Ey, also jetzt drehe ich echt gleich durch. Warum ist denn jetzt auch er wieder drinnen? 36, 40, hier hatten wir 38. 38. Das gibt's nicht. Wenn das die ganze Zeit der Fall war, dann ist das auf jeden Fall definitiv mit einer der Gründe. Bin ich mal gespannt, hat er das hier auch umgestellt? Nee, das hat er behalten. Unglaublich. Schaut euch das an. Jetzt gibt's mal 30, 24, 23, 19, 14. Eskalation. Absolut zerstört. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt läuft. Passt auf, wir gucken nochmal rein ins Coaching. Ist noch so drinnen. Nee. Das gewinnen wir nicht. 27, 13, 12, 4, 13. Das wird so ein enges Ding. James Harden mit 23. Gut, das war zu erwarten. Brandon Knight. 22 Double, was für ein krankes Double-Double von Clint Capella, 15 und 19. Wir gewinnen. Boah, danke. Double, 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 double. Dreifaches Double, double von den Jungs. Giannis 23, 8, 4. Gut, das kannst du halt nie aufhalten. Mo ist auch am Start. Nice. Moritz Wagner bei den Bucks 18, 4. 5 von 8, 2 von 4. Nice. Die Statistik. Gegen die Pacers. Pressekonferenz. Personal, alles top. Alle Mitarbeiter sind Weltklasse. Weltklasse sind die. Was nicht Weltklasse ist, dass wir uns einen Blowout von den Pacers einschenken lassen. In so einer Situation. Was habt ihr denn für ein... Ey, was haben die für ein Foul Trouble? Das ist krass. Das sind viel zu viele Fouls. Das ist... Boah, nein. Jetzt sind wir halt wieder auf der 10. Doch, wir spielen hier unten nochmal gegen die Magic. Aber wer ist jetzt überhaupt gerade eben nochmal vor uns? Das habe ich jetzt nicht aufgepasst. Vor uns Pistons, Pacers. Hinter uns die Magic. Jo. Blowout. Und was für ein Kranker. Wendell und Jackson Jr. Sehr, sehr nice. Und wir spielen nochmal gegen die. Jetzt spielen wir gegen die Pacers. Das Ding müssen wir jetzt gewinnen.
zieht durch, Jungs, bitte. Ja, Mann, nice. Alter, what? What? 25, 25, 10. Was ist... Ey, was ist das für ein krankes... Okay. Also jetzt mal unabhängig davon, dass das nur ein Spiel ist. Ich weiß gerade nicht mal in der Realität, wann es das letzte Mal im 25, 20, 10 Triple-Double gab. Heftig. Absolut heftig. Wir gewinnen auch gegen die Celtics. Wir gewinnen auch gegen die Celtics, Mann. Die Jungs sind da. Die Jungs sind da. Wo sind wir? Tabellenstand. Den Nummer 1 Seed geschlagen. Wir sind auf dem 7. Rang. Wir sind auf dem 7. Rang. Ey, die Jungs sind gerade. Die Jungs sind gerade richtig am Start. CJ McCollum ist leer. Brandon Ingram ist leer. Training. Training ein bisschen runterschrauben. Das ist jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig. Habe ich da jetzt ein Trainingsspiel? Machen wir erstmal bis hierhin simulieren. Passt wieder. Das sieht gut aus. Das sieht unfassbar. Ja, wir spielen gegen Davis. Ich muss keine Änderung vornehmen, weil ich nicht größer gegen Davis spielen kann. Aber doch, ich kann. Matchups. Boah, Davis und Whiteside. Ich muss anders spielen. In dem Spiel muss ich anders spielen. Die Frage ist, wer hat mehr Stärke, Adebayo oder Wren? Ich würde sagen, Adebayo hat mehr Stärke. Stärke. Krass, aber das Spiel zwingt mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen, mich noch intensiver damit auseinanderzusetzen. Also so 80er Stärke um den Dreh. Locken. Boah, Stärke 92. Okay, krass. Okay. Das bedeutet, Alter, jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy. Rein mit Simcast simulieren. Matchups. Davis. Muss von der Power her von Wendell und hier Adebayo. Chapman. Lass ich von Murray verteidigen. Merkt der sich das auch? Was? Alter, die Folge geht schon 30 Minuten. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Nochmal. Habe ich mich jetzt so blöd verklickt? Wendell. So. Und so. Durchschnittliches Tempo. Wirf von der 3. Nee, du musst Ozone sichern. Körperliche Defense. Unterm eigenen Korb Druck machen. Warum? Auch hier wieder alles geändert. Scoring Option. Was ist? Nichts ist eingestellt. Nichts ist eingestellt. Was ist denn hier los mit euch? Jetzt langsam komme ich dahinter, was hier abgeht. Jetzt langsam steige ich dahinter. Wir gewinnen es trotzdem nicht.
Alter, 150 Punkte lassen wir uns einschenken. Oh my goodness. Lass mich raten, Wendell ist ausgefoult worden. Ja, das war so klar. Das war so klar, dass er gegen Davis keine Chance hat. Egal. Ey, wir sind wieder... Ich finde, wir sind dafür, dass wir schon so gut wie draußen waren aus diesem ganzen Ding, finde ich, sind wir gerade wieder echt sehr, sehr gut reingekommen. Vielen Dank für die Tipps. Ich bin froh, dass ich das selber gesehen habe, dass das Spiel hier die ganze Zeit rumstellt und handwerkt, wie es möchte. Ich werde das jetzt auch in den nächsten Spielen beobachten, ob der das mir dann irgendwie wieder rausmacht, ob das alles passt, etc., etc. Aber ein geiles Gefühl, dass es wieder läuft. Es kann ja nicht sein mit dem Team. Also ich habe jetzt natürlich hier nicht ein Golden State Team, aber trotzdem halt ein verdammt starkes, junges Team am Start, mit dem man einfach in die Playoffs kommen muss. Ich werde alles geben in der nächsten Folge, wenn ich auch selber spielen muss, dass wir noch in diese Playoffs kommen. Ich sage euch danke fürs Reingucken. Echt danke für alle, die noch in den Kommentaren mit dabei sind. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, ich wünsche euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Und bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.